So, Freunde, was geht ab? Jetzt kommen wir zum Video, was ich glaube ich viele von euch schon gewünscht haben. Ich habe mir auch ein bisschen Zeit gelassen, habt ihr vielleicht gemerkt, mit den Meta-Videos, weil ich würde die Waffen tatsächlich selber gerne spielen. Ich könnte euch, bin ich ehrlich zu euch, ich könnte euch hier 15 Loadouts schon vor 5 Tagen, hätte ich euch 10 Loadouts zeigen können. Aber ich will euch jetzt die Loadouts zeigen, die sich für mich bewährt haben. Ich zeige euch meine Lieblingswaffen, Aufsätze, Tuning und in was für einer Situation welche Waffen wie anzuwenden sind. Beziehungsweise ich sage zu jeder Waffe einfach noch ein bisschen was, dass ihr die noch vielleicht ein bisschen umjustieren könnt, damit sie eurem Spielstil am besten passt. Von dem her würde ich sagen, rein in das Video. Ihr könnt hier vielleicht schon erkennen, es ist by the way gerade 5.32 Uhr. Ich nehme das Video hier noch gerade auf nach einem 12-Stunden-Stream. Wir starten mit der ersten Klasse. Das ist meine Lieblingswaffe momentan, ist die RPK. Es gibt noch die TAC und die M4, auf die komme ich noch zu sprechen, aber für mich ist die RPK gerade die beste Waffe, weil erstens super großes Magazin. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich finde generell Muni ist manchmal ein bisschen knapp und vor allem, wenn man die dann quasi hat, hat man erstmal 75 Schuss, auch wenn man nicht so viel Munition auf Tasche hat. Das erstmal. Ich zeige euch direkt die Aufsätze. Wir spielen das Ding mit dem ZLR Talon 5 mit dem F-Tech Ripper. Mit der Hochgeschwindigkeitsmunition spiele ich es. Mit der mit dem Demo X2-Griff und mit dem Schlager 3.4-Visier. Tuning gebe ich euch direkt durch. Wir wollen beim Schalldämpfer Rückstoßdämpfung Geschossgeschwindigkeit maximieren. Bevor ich weitermache, schreibt mir bitte jetzt einen Kommentar. Schreibt mir jetzt halt das Video an, schreibt einen Kommentar. Soll ich so Videos in Zukunft öfter machen? Ich mache das sehr gerne für euch. Ihr wisst, das ist eigentlich nicht meine Art. Aber ich glaube, ich kann da sehr, sehr vielen von euch Mehrwert mit auf den Weg geben. Vor allem Mehrwert, den vielleicht andere YouTuber euch nicht so mitgeben können. Die einfach euch nur sagen, das ist Meta, das ist Meta. Schreibt es in die Kommentare, ob ich auch immer noch auf, zu den Waffen ein bisschen was sagen soll, weil ich glaube, ich kann euch da viel von euch echt Mehrwert mitgeben. Hier wollt ihr auch Stabilisierung von Rückstoß, Untätigkeitszielstabilität fokussieren. Und sorry, dass ich ein bisschen bubble habe, es ist wirklich ein langer Tag gewesen, aber ich will jetzt unbedingt noch das Video aufnehmen. Hier seht ihr auch eigentlich relativ ungewöhnlich. Wir bauen nämlich hier auf Rückstoßdämpfung und auf Rückstoßstabilität bei der Hochgeschwindigkeitsmunition. Könnte man prinzipiell auch komplett andersrum machen, also auf effektive Reichweite und Geschossgeschwindigkeit, aber dann habt ihr schon echt mit dem Rückstoß zu kämpfen, meiner Meinung nach. Er ist zwar noch gerade so kontrollierbar, aber ich würde euch erstmal das Setup hier ans Herz legen. Das Ding kann trotzdem noch auf super lange Range Leute töten. Griff auch, wie ihr sehen könnt, alles auf wenig Rückstoß, Rückstoßstabilität und Untätigkeit, Zielstabilität. Visier habe ich auch noch getuned, beziehungsweise habe ich jetzt tatsächlich nicht getuned. Könnt ihr aber, wenn ihr wollt, entweder so lassen oder ihr geht nochmal auf ein bisschen mehr Zielgeschwindigkeit, dass ihr schneller am Scope seid. Sage ich euch aber ehrlich, ihr seid generell sehr slow mit der Waffe, lohnt sich nicht wirklich. Und jetzt zeige ich euch mal das Ganze ganz kurz im Schießstand. Das ihr seht, ich erzähle euch jetzt hier keine Scheiße. Das kann sich sehen lassen, der Rückstoß. Der fast nicht vorhandene Rückstoß. Hier seht ihr den. Jetzt, bevor wir weitermachen, zeige ich euch noch Alternativvisier. Es gibt für mich drei Alternativvisiere für die Waffe. Ihr habt einmal das VLK. Das ist halt vom Zoom her halt nochmal deutlich krasser. Ne, damit könnt ihr auch auf Range gut chillen, seht ihr. Dann habe ich noch einer meiner Favoriten tatsächlich. Ist einmal, es gibt so viele Visiere, das hier. Das möchte ich euch auch noch kurz zeigen. Das ist relativ cleanes Rotpunkt. Bei dem habe ich halt nur so ein bisschen das Problem, dass es halt schon relativ viel vom Visier wegnimmt. Diese Klappe oben und rechts unten das. Aber ihr seht, die Waffe hat null Rückstoß. Vielleicht seht ihr das? Guck mal. Und dann habe ich noch einen letzten Geheimtipp. Das ist dann quasi der vierte. Letzte ist das Zielhilfen V4. Das ist so ähnlich wie das, was ich euch gerade gezeigt habe, das SZ. Aber das ist, finde ich, sogar tatsächlich nochmal ein bisschen cleaner. Nur mal, es nimmt halt auch sehr viel vom Dings weg, ne? Also ich würde euch, lange Rede, kurzer Sinn, ich würde euch im Endeffekt eher auf euren Spielstil angepasst entweder das Schlager 3.4 Visier empfehlen. Das spiele ich ganz gerne. Oder ihr spielt das, wie gesagt, VLK, wenn ihr noch mehr auf Range gehen wollt, oder alternativ halt das SZ oder das Aimhilfe 4 Visier, das dazu. Dann habe ich euch hier noch eine P890 vorbereitet, das ist eine Akimbo-Pistole, die sehr stark ist, werde ich jetzt nicht viel zu sagen, kopiert euch einfach schnell die Aufsätze, sind 5 an der Zahl, es gibt hier nur Tuning, ihr wollt auf Rückstoßstabilität, effektive Reichweite logischerweise, ihr schießt eh nur aus der Hüfte, weil ihr Akimbo spielt. Und hier geht ihr auch auf Rückstoß, Dämpfung und Sprint zum Feuertempo. Ist eine sehr starke Waffe, vor allem im Haus oder generell in Häuserkämpfen. Wenn ihr Geist spielen wollt, ist das eine sehr, sehr gute Alternative. Ich spiele, by the way, das Spectre-Paket. Ihr seht es hier mit Alttempo-Spurenleser, Kundschafter und Geist. Stun und Semtex, ganz easy. So, das ist dieselbe RPK, zu der werde ich nichts mehr sagen.
Jetzt hier meine Lieblings-SMG, die ich tatsächlich gerade spiele, ist die Fennec. Ich zeige euch auch einmal direkt die Aufsätze. Wir spielen den F-Tech Loctite Shaft. Ja, haben den, zeige ich euch gleich das Tuning. Ich gehe mal erst kurz die Aufsätze durch. Fennec Gummigriff, 45er Mag. Das hier ist wirklich ein Geheimtipp von mir. Spielt die Auto-Zerfall-Munition. Das ist wirklich nochmal ein kleiner Gamechanger. Die droppt so unfassbar schnell. Ja, probiert es einfach aus. Ist wie gesagt nur für den Nahkampf geeignet. Und der 7MW-Laser. Tuning für den Schaft. Geschwindigkeit, Zielvorrichtung, Bewegungstempo beim Zielen. Fennec Gummigriff haben wir Rückschussstabilität, Sprint zum Feuertempo. Autozerfall haben wir effektiv Reichweite, Geschossgeschwindigkeit. Dass ihr zumindest noch ein bisschen Range habt, falls der Gegner, keine Ahnung, mal 10, 15 Meter von euch weg ist. Weil wenn ihr das nicht macht, dann habt ihr ganz schöne Schwierigkeiten, überhaupt noch irgendwas zu treffen. Das ist zum Beispiel das Lieblingsding, was ich dann halt spiele, wenn ich Overkill habe. Ich glaube, es gibt sogar nur eins, das ist halt Waffenspezialist. Ich glaube, es gibt eh nur eine Overkill-Klasse, bis wir uns endlich unsere eigenen Klassen patchen lassen wollen. Das hier ist meine SMG to go für euch, falls ihr nicht nur in Häuserkämpfen verwickelt seid oder sein wollt oder falls ihr auch sniped. Sehr, sehr gute Sniper-Support-Waffe, meiner Meinung nach. Ihr wisst, ich werde euch jetzt keine Sniper zeigen. Ich glaube, die Victus ist die beste. Aber das ist eine sehr, 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 sehr gute Allrounder-SMG. Fennec, merkt euch, Nahkampf, Häuserkampf, ne, auch mal im 1 gegen 2, dass ihr mal schnell zwei Leute töten wollt. Basnev eher solide, auch sehr starke SMG, aber halt universeller einsetzbar. Nahkampf als auch mittlere Distanzen. Aufsätze sind einmal der Response-Lauf, der Schlager Box 4 Laser, der Odrezat-Schaft, vorletzter Schaft, der True-Tech-Griff und das 45er Mac. Response habt ihr auf Bewegungstempo beim Ziehen, effektive Reichweite getuned. Schafft, wollt ihr auch Bewegungstempo beim Ziehen, Zielvorrichtung, Geschwindigkeit. Was das zugute hat, ist, ihr könnt quasi im Aim euch einfach mega schnell bewegen mit der Waffe. Das heißt, ihr könnt die ganze Zeit im Aim, ja, trotzdem noch sehr, sehr schnell unterwegs sein. Ist vor allem vom Vorteil, wenn man vielleicht Häuser pusht und keinen Step machen möchte. True-Tech-Griff, ebenfalls Sprint zum Feuertempo und Zielvorrichtungsgeschwindigkeit. Sehr, 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 sehr unkontrollierbar die Waffe. Wie gesagt, daher eignet sich das Ding auch als Sniper-Support. So, jetzt komme ich hier schon zu, das sind by the way die Klassen, die ich, ihr seht, das sind meine ersten drei, die ich eigentlich am meisten spiele. Es reicht doch eigentlich, wenn ihr ein, zwei gute Klassen habt. Ich möchte euch jetzt trotzdem noch zwei, drei Waffen nennen, die ich auch trotzdem ganz solide finde, die auch absolute Meta sind. Also die drei Meta-Waffen für mich, TAC, M4, RPK. Es gibt zwar auch noch das LAS LMG, das ist auch, oder RAL MG, das ist auch stark, aber für mich, wie gesagt, die drei haben die Nase vorn. Die TAC möchte ich auch nochmal zeigen, auch eine sehr, 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 sehr starke Waffe. Vielleicht ist es auch eher was für euch, wenn ihr zum Beispiel sagt, RPK lädt euch zu langsam nach oder ist euch zu langsam, ihr habt keinen Bock auf LMGs. Dann wollt ihr auf jeden Fall die TAC 56 spielen. Ihr habt den 17,5 Tundra-Lauf, Harbinger, Schalli, F-Tech Ripper, Hochgeschwindigkeitsmunition und das 60-Schuss-Magazin. Effektive Reichweite, Geschossgeschwindigkeit. Hier wollt ihr absolut auch wieder auf Stabilisierung von Rückstoß und generelle Stabilität gehen. Harbinger habt ihr Rückstoßdämpfung, Geschossgeschwindigkeit ebenfalls. Und Tundra habt ihr Rückstoßstabilität und effektive Reichweite. So, hier vielleicht auch noch ein, zwei kleine Anmerkungen. Ihr könnt prinzipiell hier die Munition weglassen, könnt euch entweder einen Schlager oder ein VLK-Visier draufpacken oder ein anderes Visier, falls ihr Bock habt. Das ist noch eine Alternative, die man machen kann. Ansonsten würde ich die Waffe größtenteils so lassen. Ich würde euch auch empfehlen, die TAC mit einem Schalldämpfer zu spielen. Ja, weil sie einfach ohne Schalldämpfer, meines Erachtens nach, fehlt ihr auch einfach nochmal ein bisschen Range. Ihr seht es hier, der holt schon nochmal ein bisschen was raus aus der effektiven Reichweite. Dazu habe ich jetzt, wie gesagt, die Wasserdämpfer, das ist genau dieselbe, die ich euch vorhin gezeigt habe. Da gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Habt ihr schon gesehen. Wie gesagt, Wasserdämpfer, eine sehr, sehr gute Allrounder-Waffe. Hier haben wir noch eine M4. Ja, die könnt ihr so spielen. Hier zeige ich euch jetzt zwei Setups. Einmal haben wir hier das mit dem Fabrikschaft. Den habt ihr auch getuned auf Zielrichtungsgeschwindigkeit und unten habt ihr tatsächlich nichts gemacht. 60er Mac, F-Tech Ripper. Habe ich tatsächlich hier auch auf Zielrichtungsgeschwindigkeit. Da weiß ich tatsächlich nicht, ob das hier gerade so passt. Wisst ihr was? Wir machen jetzt kurz die M4 neu, weil das ist niemals die M4, die ich gespielt habe. Da habe ich irgendwie reingechoked. Ich würde euch empfehlen, M4, falls ihr Bock auf die M4 habt. Ich habe eine Zeit lang sehr lange gespielt, am Anfang. Hat mir auch Spaß gemacht, nur wie gesagt, ich finde die RPK halt mittlerweile besser. Trotzdem, falls ihr mal Bock habt auf eine M4, spielt die wie folgt. Ihr packt den Crown-Lauf drauf, packt das Ding auf Stabilisierung von Rückstoß, Waffen, Rückstoßkontrolle, ganz wichtig. Ihr habt den Tempus Hightower-Lauf, da geht ihr auch auf Stabilität, effektive Reichweite. Ihr werdet mit dem Ding hier bei
by the way, nicht schnell reinaimen können. Das ist aber bei allen ARs so. Das heißt, egal ob AR, LMG, das ist eure Primärwaffe. Ihr wollt damit auch auf mehr als 50 Meter noch jemanden treffen. Da müsst ihr nicht auf Zielvorrichtungsgeschwindigkeit gehen. Das ist Quatsch. Dann habt ihr hier den Schaft. Ja, den würde ich jetzt tatsächlich hier auch eher so machen. Zielvorrichtungsgeschwindigkeit und Untätigkeit. Untätigkeit, Zielstabilität. Ist aber auch ein schwieriges Wort hier um 5 Uhr 43. Dann würde ich den so bauen und dann das 60er Mech. Alternativ könnt ihr ohne Schaft spielen und dann spielt ihr hier mit der, ebenfalls mit der Hochgeschwindigkeitsmunition, effektive Reichweite und Geschossgeschwindigkeit. Das sind die zwei M4 Setups, die ich euch empfehlen kann. Die habe ich auch so gespielt. Ich habe mich dann tatsächlich für das hier im Endeffekt dann entschieden, ohne den Schaft mit der Geschwindigkeitsmunition. Da könnt ihr aber ab und zu geben. Entweder, wie gesagt, behaltet ihr das oder ihr geht auf den Schaft, auf den vorletzten und tunt das Ganze auf Geschwindigkeit trotzdem ein bisschen, weil Zielstabilität beim Laufen bringt nichts, und halt auf Untätigkeitszielstabilität. Das noch die M4. Dazu habe ich einfach, ja, eine Geistklasse genommen auf ganz entspannt. Und dann hier noch ein kleiner Geheimtipp von mir, ist die AKU. AKU, sehr, sehr gut. Hört mir zu, Chat, Freunde, YouTube, alter, Flüchtigkeitsfehler als Streamer. AKU, super Sniper-Support-Waffe. Das Problem, was ich mit der AKU habe, ist, dass sie halt Sturmgewehrmunition benutzt. Das heißt, ich spiele sie nicht in Verbindung mit einer RPK, mit einer M4, mit einer TAC, weil man braucht schon sehr viel Sturmgewehrmunition, weil die Waffen halt trotzdem einen Recoil haben, weil die Leute dann auf Range zumindest dann trotzdem ein bisschen was aushalten, auch wenn die Time to Kill sehr, sehr schnell ist. Von dem her eignet sich das sehr gut als Sniper-Support. Da habt ihr normalerweise keine Probleme mit Munition. Von dem her, Castor 74U. Sehr, sehr gut als Sniper-Support. Ich spiele sie mit dem BR-209-Lauf, dem Harbinger-Schalli, Hochgeschwindigkeits-Muni, True-Tech-Griff und dem 45er-Mac. Hier auch einmal wieder kopieren. Den BR-Lauf, das Tuning von dem Harbinger, das Tuning einmal, die Hochgeschwindigkeitsmunition, wer hätte es gedacht, das Tuning und vom True-Tech-Griff, da machen wir nämlich gar nichts daran. Die Waffe sehr, sehr gerne im Sniper-Loadout austesten und Bescheid geben, ob es euch getaugt hat. Finde ich sehr strong, sehr, sehr strong. Ich hatte hier prinzipiell, kann ich euch hier noch auch eine Waffe geben. Ich hatte heute ein Turnier gespielt, deshalb habe ich so ein bisschen die Klassen durcheinander geworfen. Ich kann euch noch die Snake-Shots geben, falls ihr Bock auf Snake-Shots habt. Das ist so ein bisschen wie die P08-Pistole. Wenn ihr Snake-Shots spielen wollt, spielt ihr den F-Tech Arrow-Lauf. Ihr spielt, meines Erachtens nach, spielt ihr den grünen Laser, den 7MW-Laser. Ihr spielt den Prison-Abzug. Dann spielt ihr logischerweise den Akimbo-Aufsatz und die Snake-Shots. Hier wollt ihr, ihr habt wiederum eine Akimbo. Das bedeutet, ihr wollt auf Rückstoßstabilität gehen und auf effektive Reichweite. Der Rest ist Quatsch. Genauso wie hier, ihr wollt auf Rückstoßdämpfung gehen und auf Sprinten zum Feuertempo. Das war es auch schon. Mehr kann man nicht einstellen. Das wäre jetzt quasi die Snake-Shot-Variante von der Basilisk. Falls ihr Bock auf eine Snake-Shot habt oder eine Geistklasse, könnt ihr die auch sehr gerne spielen. Und ihr seht hier hinten auch, dass ich euch hoffentlich jetzt nicht angelogen habe. Das ist nämlich die M4, so wie ich sie gespielt habe. Genau. Ihr könnt sie, wie gesagt, auch natürlich so spielen. Da habe ich jetzt zum Beispiel keine Mündung. Ihr könnt das so ein bisschen machen wie ein Dachdecker. Ich habe euch jetzt drei M4s gezeigt, falls ihr es hier nicht erkennen könnt. Hier habe ich nochmal den Schaft. Das Tuning bleibt für allen gleich. Ihr könnt natürlich auch anstatt dem Crown, der Crown-Mündung, könnt ihr die Hochgeschwindigkeitsmunition spielen. Das ist eigentlich hoch wie breit. Ich habe da jetzt auch nicht so viel Unterschied gemerkt. Das sollen meine Lieblingswaffen gewesen sein. Wir fassen nochmal zusammen. RPK, für mich die beste Waffe gerade, was AR angeht. Fennec, die beste SMG. Dicht gefolgt von der Watznev. Takt, dicht gefolgt sehr dicht auf die RPK. M4 ist eine sehr, sehr solide dritte Wahl, was ARs angeht. Dazu habe ich euch die Basilisk, die Snake Shots gegeben, sowohl als auch die P98 Loadout mit Akimbo. Ja, und das, glaube ich, ist doch ein Fundament und natürlich noch eine AKU für Sniper Support. Oder falls ihr irgendwie immer eine Munibox auf Tasche habt, könnt ihr die auch in Verbindung mit einer TAC, RPK, was auch immer spielen. AKU macht mir sehr, sehr viel Spaß, aber dass sie halt AR-Munition nimmt, ist halt schon momentan zumindest ein Killer für mich, weil ich komme dann halt logischerweise nicht über die Runden mit meiner Munition und habe immer Munitionsprobleme. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit den Klassen. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich mache so Videos sehr gerne für euch, falls ihr da Bock habt, schreibt es in die Kommentare, wenn ich euch einen Mehrwert geben konnte. Ansonsten viel Spaß vor allem bei der RPK. Bin sehr gespannt, was ihr dazu sagen werdet, ob ihr die genauso fühlt wie ich. Und ansonsten, liebe Freunde, wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, schönen Mittag, eine gute Nacht, einen schönen Abend, wann auch immer ihr euch das Video hier gönnt. Viel Spaß beim Warzone 2 zocken. Ich hab euch lieb. Danke, dass ihr mich hier supportet auf YouTube. Und ansonsten viel Spaß bei dem Klassen-Nachspielen. Wir hören uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.